Vielleicht wisst ihr anhand der Deko schon, wo ich gerade bin. Es halt hier noch ein bisschen. Ich bin jetzt hier gerade in der Eisdiele und zwar ist unsere Eisdiele umgezogen nach Tuzla. Also in der Corona-Zeit, wo wir geschlossen hatten, haben wir einfach die Initiative bzw. die Chance genutzt, umzuziehen, weil unser alter Standort, der schon mal da war, ja, wie soll ich sagen, das war so Hala, das also, ja, war ein bisschen komisch. Und jetzt zeige ich euch, wo wir sind. Viel größer, viel mehr Platz und hier ist noch einiges zu tun. Genau, also die Eisdiele haben wir noch. Mein Mann und mein Schwiegervater haben sich so ein bisschen drum gekümmert. Wir sind noch im Umbau, das heißt, wir haben noch nicht geöffnet. Ihr könnt hier mal sehen, also hier hat man jetzt auch Möglichkeit, draußen zu sitzen und so. Das ist voll schön. Hier gibt es noch andere ganz viele Läden. Also hier ist Evora Tuzla. Genau, vielleicht sehen wir uns dann einfach mal, wenn ihr das nächste Mal in Istanbul seid und schaut dann einfach mal vorbei bei uns. Warum bin ich hier? Ich wollte es mir eigentlich angucken, weil ich war seit Monaten nicht mehr hier. Ein bisschen mal notieren, was zu machen ist. Genau. Also steht noch einiges an und ich freue mich. Also wenn ihr mich jetzt fragt, so, ja, Eisdiele war schon immer so mein Ding, weißt du? Und ich bin halt noch am Überlegen, ob ich auch Torten anbieten soll, beziehungsweise Kuchen. Und da würde ich, glaube ich, gerne so wieder so einen Kurs besuchen. Oder ich muss eine Tortenmeisterin einstellen. Aber ich will halt, wie das bei uns vorher auch war, alles selber machen. Versteht ihr? Am liebsten. Genau, weil das Eis stellen wir auch selber her. Schaut mal, das ist jetzt der hintere Bereich, der Arbeitsbereich sozusagen. Es ist noch nicht fertiggestellt. Also hier ist die Eismaschine, Ofen und die ganze Milchmaschine zum Erwärmen. Ja, Spülmaschine. Also hier muss noch ein bisschen was gemacht werden. Es ist noch eine Menge zu tun. Aber ich wollte mal, dass ihr das auch so ein bisschen hinter den Kulissen seht, wie das so abläuft. Die Hygienekontrolleure waren auch schon hier, ist alles okay. Genau, unsere Toilette machen wir ja auch hier selber. Ach toll, ich freue mich. Und wenn wir jetzt hier aus dem Fenster gucken, dann haben wir hier Doha College. Und genau dahinter sind wir sozusagen und hier ist Evora. Hier ist halt, hier haben wir einen Raum, wo wir dann zum Beispiel unsere ganzen Sachen aufbewahren. Vorräte, genau, es muss alles noch geordnet werden. Unsere ganzen Kartons, wenn einer sagt, ich möchte mit nach Hause nehmen, damit das Eis nicht schmilzt und so, Verpackung. Genau, und unsere Kühlschränke. Also wie ihr seht, ist es hier noch eine Menge mit. Ich habe heute auch meinen Staubsauger mitgenommen, weil ich hier erstmal eine Runde noch ein bisschen staubsaugen muss, beziehungsweise mal gucken will. Genau, also hier muss ein bisschen geputzt werden, ehrlich gesagt. Genau, und hier gehen wir dann wieder in den anderen Bereich rüber. Genau, hier machen wir unsere Bubble-Waffeln. Habe ich euch auch schon 100 Millionen Mal gezeigt. Vielleicht wollen wir halt den Tresen irgendwann mal austauschen, aber das ist halt immer so eine Kostenfrage. Weil wir haben ja alles mit Secondhand angefangen und versuchen dann nach und nach aufzurüsten. Also es muss nicht immer alles gleich 100% sein. So haben wir uns das gedacht und jetzt sind wir umgezogen. Genau, das wollte ich euch einmal mitteilen. Es ist nicht schön, ich freue mich. Ja, hier gibt es jetzt noch eine Menge zu tun bis zur Eröffnung. Also ich hatte ja gesagt, wir bieten Bubble-Waffeln an, also diese Waffeln, Eis, wir haben Trileche, wir haben Profiterol, was haben wir noch? Und wir möchten, wir sind aber überlegen, ob wir tatsächlich nicht noch Kuchen mit da hinzufügen, weil selbstgemachter Kuchen, lecker. Oh Gott, ich glaube, ich komme hier gar nicht mehr raus, also das ist so mein Ding, Leute, ich freue mich so mega hier drüber, wirklich. Und das Schöne ist halt wirklich, diese Sitzgelegenheiten draußen sind echt der Hammer. Hier sieht man auch, dass es alles so ein bisschen noch provisorisch ist, weil diese ganzen Schränke, die wir hier angefertigt haben, die waren ja für den anderen Laden angefertigt. Und das passt jetzt alles hier natürlich nicht. Deshalb, das wird auch irgendwann demnächst aufgerüstet, nach und nach, weil es ist immer nur so eine Kostenfrage. Ne? Genau, hier habe ich zum Beispiel unsere schönen Teller. Ich liebe die, die sind so schön. Und ich mag ja immer so süße Sachen. Das wird hier dann nachher alles schön hell und freundlich, wenn wir dann hier fertig sind. Kommen auch noch so ein paar Kinderstühle hier rein. Und ich glaube, nee, kann man leider nicht, oder doch? Nee. Ich dachte, die kann man hier so aufschieben, die Fenster kann man aber nicht. Ist ja egal, man kann ja draußen sitzen. Und hier seht ihr auch wieder, wir haben dann alle Sorten an Eiscreme dann immer voll und alles wird frisch und selber gemacht. Ich zeige euch nochmal die Eismaschine. So, das ist jetzt hier zum Beispiel eine Maschine, die kocht die Milch auf und das haben wir ja immer alles per Hand noch immer aufgekocht und da haben wir immer gekommen, das müssen wir jetzt aufrüsten, deswegen haben wir jetzt die Maschine. Das ist dann hier die Eismaschine, die habe ich selber noch nicht so bedient, aber du machst dann deine Mischung fertig und tust sie dann hier rein und dann kommt die Mischung fertig raus. Natürlich darf Eis nicht fehlen.
Und das ist ein anderes Eis als das Eis, wie wir in Deutschland gewohnt sind. Das ist Madasch. Selbstgemachtes Madasch und das ist jetzt weiße Schokolade. Es ist ein bisschen, oh, meine Zähne fester. Und der Konsistenz, also wenn ihr euch so zwei Kugeln kauft, dann seid ihr daran, erstmal eine ganz schöne Zeit zu knabbern. Ich lasse es mir jetzt schmecken. So, ich habe jetzt hier meine heißgeliebte neue Roborocker 6. Der ist schon voll. Den lernen wir jetzt einmal kurz aus. Ihr seht, es geht super, super easy. Und dann geht's los, weil ich habe hier schon Akku aufgeladen. Das hat hier so einen schönen Bildschirm. Könnt ihr wahrscheinlich gut erkennen. Und werde jetzt hier gleich anknüpfen und dann können wir loslegen. Dann könnt ihr in drei vielen verschiedenen Modus saugen und er zeigt euch direkt an, wie viel ihr noch Zeit habt, in dem Modus zu saugen. Super, super leicht in der Handhabung. Auch das Gewicht spielt hier eine Rolle, weil ich habe hier nur ein Gewicht von dem Kopfteil von 1,5 Kilo bzw. 1 Kilo 400 Gramm. Wie der Roborock auf Teppich performt, zeige ich euch gleich nochmal, wenn ich bei meiner Cousine bin. Und einige Funktionen zeige ich euch jetzt gleich. Kein ermüdender Finger mehr. Du kannst einfach diese Taste hier betätigen und schon läuft das Ding die ganze Zeit. In der niedrigsten Stufe kannst du hier mit 90 Minuten saugen. In der mittleren bzw. in dem Hardcore-Modus dann noch 10 Minuten. Das Akku reicht vollkommen aus. Ich bin sehr zufrieden. Auch das Entleeren des Behälters klappt super, super gut. Und das Tolle ist auch noch, dass dieser, zeige ich euch gleich nochmal, du hast nur eine Bürste. Das heißt, wenn ich jetzt mit dieser Bürste auf Hartboden und auf Teppich reinige, muss ich nicht ständig die Bürste wechseln. Der Roborock kommt übrigens auch noch mit einigen verschiedenen Aufsätzen. Du hast hier viele verschiedene Aufsätze. Einmal den Bürstenaufsatz, einmal den Spitzenaufsatz. Dann hast du hier ganz cool so einen, wo man zum Beispiel im Auto super gut saugen kann oder über den Türrahmen. Und dann hast du hier auch eine kleine Teppich- bzw. Sofa- oder Milbenbürste fürs Bett. Die ist super, super geil. Und das Schöne ist, du kannst das Ganze natürlich an die Wand montieren und auch schön, du kannst alle Aufsätze in die Einrichtung einstecken. So, ich suche gerade die Route von meiner Cousine aus, weil ich jetzt kurz zu ihr fahre. Weil das, glaube ich, hier in der Nähe irgendwo ist. Wartet mal. Route. Ah, 3 Minuten. Sehr gut. Genau, dann nehme ich auch nochmal den Staubsauger mit, weil sie wollte den auch nochmal ausprobieren. Das ist schön, dass ihr die Möglichkeit habt, über mich den nochmal auszuprobieren, bevor man den kauft. Genau, der ist ja um einiges günstiger als andere Modelle. So, und da wären wir dann. Ich habe euch, glaube ich, schon mal erzählt, dass die meisten Häuser so aus Siedlungen bestehen. Die sind dann abgegrenzt. Das heißt, man kommt hier nicht einfach rein. Deshalb muss ich jetzt durch eine Security. Und dann geht's noch zu meiner Cousine. Ich freue mich. So, angekommen bei meiner Cousine. Jetzt hat sie auch Besuch. Das heißt, ich muss jetzt hier ein bisschen warten. Ah, ich war jetzt schon drin, hab ein bisschen mit dem Besuch geschnackt, aber ja. Genau, jetzt macht sie mir ein Käffchen. Cappuccino, ja, John. Cappuccino. Sie machte sehr gute Kaffee. Mm. Sieht schwanger, aber da kennst du mir bei Jamie, John. Meine Cousine musste sich gerade wieder anhören, was sie zugenommen hat. Von dem Besuch. Das ist so typisch, ey. Was geht dich denn das an? Ich verstehe diese Leute nicht, die immer die Körper von anderen Menschen beurteilen. Was ist denn dein Problem? Jetzt hat sie natürlich auch schlechte Laune. Das ist völlig berechtigt. Ich hasse es einfach. Und sie hat sowieso schlechte Laune, weil sie versucht, schwanger zu werden. Und es klappt irgendwie bei ihr nicht. Weil ich zu ihr gesagt habe, Mensch, du bist erst seit 5 Monaten verheiratet. Mach dir nicht so einen Stress. Aber irgendwie kann ich das dann auch verstehen, wenn sie dann so einen Druck in sich dann macht. Sie ist ja schon ein bisschen älter. Wenn ihr Tipps habt, das ist schwierig. Wenn ihr Tipps habt oder es auch schon länger versucht und vielleicht sogar schwanger geworden seid mit euren Tipps, gerne immer her damit. Ich hatte ja noch die Uhr, die werde ich hier jetzt ausleihen. Genau. Was noch? Genau, ich trinke jetzt erstmal mein Kaffee. Nein.
Also ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wenn ihr auf den Teppich geht, dann ändert er automatisch die Saugkraft. Hört ihr es? Habt ihr es gehört? Ich saug jetzt einmal hier kurz den Teppich und zeige euch das, was rauskommt. Sie war nämlich auf der Suche nach einem Staubsauger. Meine Oma gleich so, ich will auch. Ich fahre nachher mal die Spüle mit dem Block. Herzlich gern. Sie hat gerade nur ihren Teppich gesaugt. Schaut mal, was da alles drin ist. Oh mein Gott, Bonobi Boschau ist trotzdem selig. Komm mal. Schockdose. Ja. Blitzeblank. Jetzt dürfen da, Babane. Ja. Ya bu şey o benim. He, şu Survivor olmasaydı sen ne yapacaktın? Survivor olmasaydı ne yapacaktın? Ay sabah. Evet.